Servus zusammen, es ist Mittwochabend, der 29. November und wir haben 17.38 Uhr. Hier geht es um den DAX. Der läuft und läuft und läuft und läuft. Und das ist der Tageschart, ihr seht, der hat fast keine schwarzen Kerzen, also zumindest nicht im Tageschart. Wir gehen aber gleich mal auf 4 in eine Stunde, da kann man das eher mal erkennen, wo da schwarze Kerzen sind. Das hier ist, und zwar hier, von hier, ist das Gap vom 1.8. bei 16.240. Das ist der nächste, sagen wir mal, sinnvolle Widerstand. Mit Retracements kann man hier momentan gar nichts anfangen. Wir sind durch die, wo ist denn meine Maus? Ja, wir sind durch diese verschiedenen Widerstände gelaufen, ja auch seit heute Morgen, 16.044, wenn wir gleich sehen, was der dann für ein Speed aufgebaut hat. Und nach diesem Gap hier bei 16.240 gibt es also nur das All-Time-High. Da sind wir hier. Schon fettes Brot, was der hier macht. Ich habe kein Signal von den Bändern, von gleitenden Durchschnitten, 200-Tage-Linien, nichts dergleichen. Chart würde bei mir erst negativer werden, unter 15.920. Das hier hat keine echte Aussage, da passiert nicht viel. Die exponentiell gleitenden Durchschnitte gehen zwar zusammen, aber das reicht nicht, um ein Verkaufssignal wirklich zu generieren. Und hier sowieso noch nicht. Ja, wir sind nach wie vor überkauft über einen Oszillator, aber das ist nichts. Also momentan zumindest nichts Griffiges für mich. Und jetzt will ich mal schauen hier. Also ich habe diesen Markt nicht long gespielt, kein einziges Mal, gebe ich ganz ehrlich zu. Im Gold war das anders. Ich habe gestern einen Goldfilm gemacht und dabei fällt mir auf, alle schreien immer nach, ich soll doch mal eine Goldanalyse machen, aber dann wird es wesentlich weniger geschaut. Mir hat es vorhin jemand geschaut, der hat die gezeigt, der hat die App auf dem Handy und dann kann man dann bei mir, wenn man das dann freigeschaltet hat und Dings, kann man einen so eine Bimmel dran machen und dann bekommt der eine Nachricht über die App. Und ich bin sowieso überrascht, 40% von meinen Viewern, sagen wir es mal so, gucken das übers Handy. Respekt, ich würde da nichts erkennen. Ich habe das ausprobiert, ich habe ein ganz normales Handy, ich würde da gar nichts erkennen. Und das war cool, im Gold war das gestern, also der Film war gestern um 7 Uhr oder so, stand der dran. Und das waren auch relativ schnelle 20, 25 Punkte, die der mitmachen konnte. Das ging, das war gut, aber wie gesagt, da müsst ihr die Bimmel einschalten und dann kriegt ihr die auch mit, weil ich weiß nie, wann ich welche Filme mache, außer mittwochs und freitags. Das hat sich so eingebürgert. So, das ist der 4-Stunden-Chart. Das einzige Mal, wo ich was Short gespielt habe, das war dieser Punkt hier. Und jetzt gehen wir mal die Linie hier hoch. Das ist da. Da waren wir so bei 16.015 ungefähr. Da habe ich auch einen Short probiert. Dann ging er weiter runter, hier runter, sieht man das, und hat dann auch hier ein Kaufsignal generiert. Da habe ich das dann zugemacht, das war hier. Und das waren dann nicht ganz 100 Punkte, das waren glaube ich, keine Ahnung, 90 Punkte oder so. Das geht, das sehe ich aber nicht im Tageschart, das sehe ich im 4-Stunden-Chart. Und gucken wir gleich auf die Stunde nochmal. Dann gab es hier heute, das ist jetzt hier schon die Geschichte, wo er richtig akzeleriert hat, hier bei 16.043, über dieses letzte Hoch drüber und dann schwupp, gleich, in der Stunde würden wir es besser sehen, gleich weiter hoch, ohne Ansehen der Person einfach hochgezogen. Das war schon erstaunlich. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz auf der Stunde an. So, hier sieht man das noch besser. Hier ist dieser Bruch, 16.043 und dann sofort hoch. Da war die ganze Technik war schon überkauft. Man darf bei solchen Fällen wirklich nicht auf die Technik schauen. Der Chart ist immer wichtiger. Und wenn er ein neues Hoch macht, verglichen mit den vorangegangenen Wochen oder Monaten, dann zieht das. Außenband raus und so weiter. Wie gesagt, ich habe es nicht gekauft. Ich war aber auch hier nicht da. Ich war von 9 Uhr, es ist immer das Gleiche, von 9.15 Uhr bis 9.45 Uhr war ich kaum erreichbar. Und dann komme ich dann hier zurück. Ja, und dann mache ich das auch nicht mehr. Ja, also hätte man machen können, aber die Nerven habe ich dann jetzt hier momentan auch nicht, weil ich traue dem Markt nach wie vor nicht weiter, was ich ihm werfen kann. Und das ist nicht sehr weit. Aber ich darf hier auch nicht nennenswert Short gehen. Ich habe Short-Positionen, ich zeige auch gleich welche. Aber das sind noch nicht mal Schnüffelstücke, das sind, ja, wie soll ich es nennen, Daseinsberechtigungsputz. So nach dem Motto, dass ich irgendwie mein System beweisen kann, ich drücke da auch ab und zu mal drauf. Aber das ist so klein, das sind 16.700 noch was, die, ja, die laufen wirklich unter ferner Liefen. Aber nochmal hier zur Stunde, es ist nach wie vor alles in Ordnung. Auch hier sieht man den eben im 4-Stunden-Bereich angesprochenen, das Verkaufssignal, das hat er mal so fast 100 Punkte gebracht, das ist in Ordnung. Im Tageschart sieht man die gar nicht.
Und die Geschwindigkeit, mit der er hochsteigt, das ist das, was ich eigentlich immer mal wieder vermisst habe in den letzten Tagen, wo der so dieses Seitwärtsgedöne hier, fürchterlich, grauenvoll. Aber dann geht er durch und dann gibt er Gas. Und jetzt, hier sieht man auch wieder die 16.200, das ist jetzt der Stundenchart immer noch, die 16.240 als Widerstand. Ich gehe mal zurück auf den Tag. Dück, voilà. Deswegen, also nochmal, es gibt keine Verkaufssignale, ich habe keine sinnvollen, also ich würde hier keine großen Positionen machen. Ich muss auf Verkaufssignale warten, es ist aber keins da. Vielleicht machen wir morgen ein neues Monatshoch. Das bisherige Monatshoch war aber 16.448, das war Juli. Ich glaube nicht, dass wir es machen, aber never say never. Das ist für mich jetzt erstmal der Punkt, auf den ich weiter schaue, diese 16.240 vom 1.8. So, bei den Scheinen habe ich ein bisschen was geändert. Echt, wenn ich das vorstelle, ihr guckt das jetzt auf dem Handy, ihr könnt es gar nicht lesen. Diese Calls bleiben alle gleich, sind die Hebel ein bisschen runtergegangen. Ich lasse die auch stehen. Dann hatte ich hier einen 16.250er. Der hat also momentan hat einen Hebel von 150. Das kann ich hier nicht reinstellen. Das kann ich nicht machen. Ich handle so Zeug ab und zu, wenn man sie denn noch kriegt, weil oftmals ist es nur Bid-only. Wenn man sie denn mal kriegt, mache ich, da muss ich mir aber schon über die Stunde oder halbe Stunde sehr sicher sein, dass da eine Bewegung nach unten kommt. Sonst sterben die Dinger gleich den Heldentod in meinen Händen an meiner Maus. Das brauche ich auch nicht. Ich habe diese hier, 16.458. Das ist ein 50er Hebel. 16.458, da sind wir hier oben, da ungefähr. Ja, ist in Ordnung, aber den werde ich auch erst dann nehmen, wenn wirklich ein Verkaufssignal entsteht. Und ich habe, und da bin ich jetzt mit diesem Daseinsberechtigungsputz drinne, 16.731er, 27er Hebel. Da sind wir hinter dem All-Time-High. Also ich sollte nicht mehr sagen, ich traue es ihm nicht zu, weil durch die heutigen Inflationszahlen, 3,2 nach Oktober, 3,8, wird ja schon überall wieder vom Zinsgipfel gesprochen. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kann das nicht sagen. Das kann auch nur eine kurze Geschichte sein. Aber 3,2 ist in Ordnung. Ich glaube, letztes Jahr im Juni waren wir irgendwo bei 2,4. Also das, nachdem wir auch schon mal über 6 waren, das reduziert sich doch schon deutlich, muss ich wirklich sagen. Von daher Zinspeak, ja, es kann sein, möglich. Inflationspeak, es kann sein, möglich. Weiß ich nicht. Was mir heute auffällt, ist bei der Nasdaq, das ist das erste Mal, dass so Werte wie Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon, die sind alle im Minus. Die Nasdaq macht 0,7% momentan, also jetzt hier um 17:46 Uhr im Plus und wir haben 1,2. Das ist schon mal ein Unterschied. Guckt auch mal auf den Unterschied zwischen dem DAX und dem Nasdaq. Neulich war der Nasdaq 200 Punkte über dem DAX, jetzt ist er wieder 150 Punkte drunter, 160 Punkte drunter. Ich finde es immer ein sehr spannendes Spiel. Also ich bin mehr in Einzelwerten drin, sowas wie Lufthansa, das macht immer wieder Spaß, als dass ich hier im DAX großartig rumspiele. Wenn ich Shorts suche, gucke ich auf die Stundenbasis, im Tageschart habe ich nichts. Der kann das Gap hier ausfüllen, die 16.240. Wir haben morgen Monatsende, ja, vielleicht noch ein bisschen Kosmetik kann sein, wobei ich mich, würde mich wundern, im November, die sparen sich ihr Pulver bis zum Dezember auf. Gut, damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.